Ja, hallo liebe Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe hier Magic Origins, beziehungsweise auf Deutsch Ursprünge Booster bekommen vom Pre-Release. Mache ich jetzt mit euch auf. Ich habe ja meinen ersten Relog gemacht. Schaut ihn euch an. Ich hoffe, er gefällt euch. Ja, ich bin 4-2 gegangen. Zwar schon zwischenzeitlich 3-0, habe dann gegen den späteren Turniersieger verloren. Das war leider sehr, sehr, sehr knapp. Also es ging mir wirklich im Top-Deck-Modus und er hat diese weiße Sorcery gehabt, wo man eine Kreatur, einen Planeswalker, einen Enchantment, ein Artefakt von dem Spieler auswählt und der Rest wird zerstört. Ja, dadurch habe ich habe extrem viele Kreaturen gehabt, ich habe eine extreme Boardpräsenz gehabt, habe dann aber leider verloren dadurch. War wirklich sehr knapp, es ging um 2 Lebenspunkte. Auf jeden Fall, ja, dann habe ich nochmal eins verloren, war zweimal Mana screwed und das vierte habe ich dann, insgesamt 6 habe ich dann wieder gewonnen. Bin dann 4-2 gegangen, habe dann insgesamt 4 Booster bekommen, kann man zufrieden sein und die mache ich jetzt zusammen mit euch auf. Von den Karten her, die ich aufgemacht habe im Pre-Release, ich habe den Erebos Titan aufgemacht, ich habe diesen Missium irgendwas für 3 Mana Flash Typ aufgemacht in Foil. Dieses grüne Enchantment, frag mich nicht, wie es heißt. Auf hier rüber. Insgesamt bin ich dann schon bei 25 Euro fast wieder rausgekommen, wo das Pre-Release gekostet hat, plus diese Booster. Schauen wir doch mal. So. Dragonfodder, sehr schöne Karte fürs Limited. Der Ghoul kann man auch immer spielen. Instinkte auch sehr nett. Blutdurst ist jetzt nicht so gut. Die Fiole auch nicht. Der Raufbold für ein Aggro-Deck. Die Freikämpferin, sehr, sehr stark im Aggro-Deck. Ich habe wenig Counter gesehen. Die Ritterin auch sehr stark. Habe ich nicht gesehen. Der Unterstadtroll auch sehr nett. Dämmerwald, Alpha-Tier. Habe ich gar nicht gesehen bisher, aber es scheint auch ganz gut zu sein. Der Meteorit und. Oh, eine Mythic. Und. Jawohl, Eye-Topter-Token. Ja, die Schutzbrille der Pyromagierin von der Chandra für 5 Mana erhöht dein Mana-Vorrat um rot. Wenn dieses Mana verwendet wird, um einen roten Spontanzauber oder eine rote Hexerei zu wirken, kopiere diesen Zauberspruch. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Sehr nett fürs ja, Commander Highlander Deck und so weiter. Fürs ja, Constructed eher nicht geeignet. Feinmechanikerin auch ganz nett. Der ist auch nett, der Meuchlerin. Chandras Wut, top. Sideboard-Karte. Einschläfern auch ganz gut. Der Nebel sehr stark. Der ist auch gut mit den Top-Tokens. Der Lindwurm sehr, sehr stark für fliegend. Den hätte ich am liebsten gehabt in blau-weiß. Schnelle Abrechnung. Getappte Kreatur zerstören in weiß und. Nissas Offenbarung. Für 7 Mana Hexerei hält sich 5, decke dann die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls es eine Kreaturenkarte ist, ziehst du dann entsprechend ihrer Stärke und erhältst Lebenspunkte in höherer Widerstandskraft dazu. Ja, bisschen zu teuer. Und noch ein Top-Token. Am Pre-Release keinen gezogen, aber jetzt. So, demolieren, nix. Das Konstrukt kann man spielen, ja. Seelenraub. Der Feldwebel ist sehr gut. Der ist auch ganz nett. Sich verziehen, sehr gut. Ja, das denke ich auch ganz nett. Habe ich nicht gesehen. Wurfmesser. Und das Seelenklingen-Chin. Für 5 Mana, 4-3, fliegend. Immer wenn eine. Wenn du einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkst, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, plus 1 bis zum Ende des Zuges. Ja, natürlich, das hier sind Limited-Bomben. Und letztes Booster. Die Kraftmagier. Auch ganz gut. Habe ich nicht gesehen. Der Blitzspeer. Sehr gut. Speer, nicht Spier. Klaustrophobie, auch immer ganz nett. Da könnte voll dabei sein. Ja, habe ich leider nicht gesehen. Ich habe niemand eine Farbkombination gesehen. Ja, der ist natürlich auch gut für die Top-Tokens. Elementarer Bund. Ja, okay. Und noch eine Mythic. Okay.
Waldland Kröler für 6 Mana, 6-5 immer in ein Spiel kommen, kannst du in der Bibliothek nach einer nicht legendären grünen Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger durchsuchen und ins Spiel bringen. 4 Booster, 2 Mythics, sehr gut und 1 voll. Ha! Oh, wobei, ist auch okay. Nissas Pilgerreise in Foil. Wir durchsuchen unsere Bibliothek nach bis zu 2 Wald-Standardländern, bringen, also zeigen sie offen vor, bringen 1 Kartenspiel, 1 auf die Hand und Spellmastery, also Zauberkunst, falls 2 oder mehr Instants oder Sorceries im Grave sind, durchsuchen wir unsere Bibliothek nach bis zu 3 Wäldern. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Musik Nummer 1, Nummer 2. Wäre natürlich überragend, hier 2 Planeswalker gezogen zu haben, aber ich will es nicht sagen. Seelenklingenschin, Nissas Offenbarung und Nissas Pilgerreise waren die Karten. Gefällt mir gut und ich hoffe, das Video euch gefällt euch auch. Vielen Dank natürlich an dieser Stelle an den MTG-Discount, an Magic-Handmarkt, an meinen Spieleladen und dann würde ich es auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin, ciao!